Das sind 9. Das ist natürlich keine Wunde. Ja, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 17. 10. Er blutet stark, aber er ist froh, dass er blutet. Du kannst auch immer noch wieder natürlich diesen Dolch in seiner Brust sehen. Du weißt nicht genau, was das für ein Dolch ist und was das soll. Vielleicht irgendwelche Magie? Trägt es da selber? Hat das irgendwas mit dem Schaman zu tun? Aber du siehst, wie gesagt, wie das. Du bringst gerade die Trollzacker gegen dich auf. Weiterhin. Könnt ihr so ein bisschen umkreisen immer noch und. Dann würde die nächste Kampfrunde anfangen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Entschuldigung, du hast noch einen, ne? Er hat auch noch einen. Ja, richtig. Er wollte noch einmal parieren. Ja, dann wartet er auf eine Parade, auf einen Angriff von dir. Ja, dann kriegt er nochmal. Dann kriege ich ja 3 Erleichterungen, dementsprechend wieder eine 9er Finte. Das passt. 9er ja. Finte. Du hast ja keine Erschwernis durch das Umwandeln, ne? Nee, ich habe ja einmal pariert. Dann kannst du Schaden machen. Ja. Das ist keine 16 Wunde. In den Schwertarm. Ja. Und der hängt jetzt mittlerweile auch so ein bisschen runter. Also er hat tatsächlich jetzt Probleme, seine beiden barbaren Streitäxte zu halten. Auch wenn er ein unglaubliches Monster ist. Aber er lächelt dir weiter zu, spuckt gerade ein bisschen Blut und auch ein Zahn aus. Sein Arm hat gehört, geknackt. Und ja, so könnt ihr euch dann wieder umkreisen. Er mustert dich, versucht deine Schwächen dann abzupassen. Was wollen die anderen tun? Ich suche Blickkontakt zum Schamanen. Wenn ich den gefunden habe, klopfe ich mal mit 2 Fingern an den Griff meines Schwertes und schüttel den Kopf. Dann nehme ich meine Hand von meinem Schwert und schaue ihn auffordernd an. Er kommt auf dich zu, auf euch zu. Wir sind ehrbare Kurger und ich bin der Schochsul. Ihr seid blutlos, aber Erda ist tapfer. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber danke fürs Willkommen heißen. Dieser Kampf wird ehrenhaft geführt. Niemand anderes von uns darf eingreifen. Er nickt. Sagt ihm, dass er ehrbar kämpfen soll. Was ist denn hieran nicht ehrbar? 2 Beine. Knurrt er so ein bisschen. Na gut. Sagt euren Leuten, die sollen mal ihre Griffel von den Fingern lassen. Das mag der Dicke gar nicht. Rafim, lass den auf den Beinen stehen. Kannst ihn auch so umhauen. So, was macht er denn? Der ist ja vor mir dran. Ja, genau. Er umkreist sich weiter. Er liegt auf dem Boden. Wartet. Achso, richtig. Er liegt auf dem Boden. Was macht er? Er bleibt auf dem Boden. Wenn du weiter auf ihn eindrischt, versucht er weiterhin. Er weiß nicht, was ich tue. Ja, ja, richtig, richtig. Er versucht weiter vom Boden in zweimal zu parieren und einmal anzugreifen und würde das dann eben auch tun. Okay, er will zweimal parieren. Wie gesagt, er kann immer frei umwandeln. Ne? Also wenn du nicht treffen solltest, kann er das auch umwandeln. Aber ja, er wird nicht aufstehen und er wird sich nicht orientieren. Er macht wieder eine Finte. Finte 7 mit einer plus 3 auf dich. Ja, da ziehe ich vor. Ziehe ich natürlich vor, Freunde. Da ziehe ich doch vor. Zieh vor. Ja, wieder die 9er Finte. 9er Finte. Dann kannst du würfeln. Das ist getroffen. Ja. Das hat er pariert? Ja. Dann seinen Angriff. Den würfelst du jetzt vermutlich ja neu. Natürlich würfel ich den nochmal neu, genau. Das hat er gerade geschafft. Auf die 14 hätte er 7er Finte, genau. Das könnte mein Ende sein. Ja, das ist vermutlich auch mein Ende. Macht Damage. Oh, nicht so viel. Er stößt sich vom Boden ab, schlägt mit der einen Axt deine Boron-Sichel zur Seite und mit der zweiten rammt er dir dann seine zweite Barbaren-Streitaxt mit aller Wucht in den Schwertarm, dass es ein weiteres Knacken von dir gibt. Ja, der hat mir 3 Schaden gemacht. Lacker, Rafim. Lacker. Ja, da er immer noch auf dem Boden liegt, versuche ich ihn nochmal zu hauen. Ja, er hat noch eine Parade. Das habe ich befürchtet. Ist das eine einfache Parade oder wieder? Nein, 9er Erschwernis. Damit triffst du. 18. 10. Den Schildarm. Ist der jetzt mal langsam ab?
Er lässt seine Barbaren-Streitaxt fallen und hat damit nur noch eine Barbaren-Streitaxt in der Hand. Will er mal gegen seine ganzen Wunden meine Selbstbeherrschung würfeln? Das ist keine Wunde. Er hat 18 in den Arm. Er hat einen 15. Rüstungsschutz von 3 und mit einer 24 plus 2er 1ern ist das eben gerade keine Wunde gewesen. 24? Nee. Ach, 24 plus... Hä? Oder hat er da nicht einen eine Wundschwelle von 14? Wenn er eine 24er Konsti hat. 12 plus 2 sind 14. Ja. Stimmt, da hat er gerade eine. Ist aber nur ein Schadenspunkt drüber. Sollte er schaffen. Ja gut, aber er hat ja vorher auch mal 21 Ach nee, die... Das ist richtig, aber seine Attribute sind ja immer noch 24, 24. Jetzt muss er sie noch unterdrücken. Dann würfel ich noch eine zweite. Doch, das ja, versuch was. Versuch was wert. Ja. Ja, versuch was wert. Ja, ich kämpfe weiter, ne? Ja, du siehst, dass er langsamer geworden ist. Und das liegt vor allem auch daran, dass er nur noch zwei Aktionen hat, weil er nicht mehr BHK2 hat. Was will er denn tun? Er nickt dir weiter zu und würde jetzt zweimal parieren. Nee, gar nicht. Er würde gegenhalten. Er will gegenhalten. Genau. Gut. Er hält gegen. Ja, dann mach ich mal wieder meine gute alte Neunerfinte, wenn er weiter auf den Boden kriechen will. 15, dann würfel ich dagegen. Oh, da fress ich. Da fress ich aber bös. Schicksalspunkt hast du nicht mehr? Nee. Die Rieche verbrannte Schicksalspunkte. Dann bekommst du 19. Und das ist, ich muss gerade gucken, ist das ein kritischer Erfolg? Ist das verdoppelter Schaden? Nee, ne? Nee, ist es nicht. Ist das kein nicht. Verdoppelter Schaden? 19 in den Bauch sind 8, ja. Jetzt wird's knapp, aber er kriegt ja halben Schaden immerhin. Du hast ja kein Umreißen angesagt, ne? Das war ja ganz normaler. Nee, er kriegt Schaden ganz normal. Der liegt ja noch am Boden, oder? Ja. Auf dem Knie, genau. Ja, genau. Halben Schaden. Ah, so. Also 17 noch mal, minus 3 sind... Nee, gar nicht. Wir halbieren erst den Schaden. 17 halbe sind 18, sind 9 und dann ziehen wir Rüstung ab. Kriegt ihr nur 6 Schaden. Ja. Auf den Schwertarm, dann kannst du ihm auch da ein weiteres Knacken entlocken, ein weiteres schmerzvolles Grinsen und er hängt. Aber er kämpft weiter. Regeltechnisch ist er bei einem Lebenspunkt. Er kämpft weiter. Das habe ich befürchtet. Ja, nochmal eine... Ja, machen wir mal eine Viererfinte nur da draus. Gegenhalten. Ja, das habe ich mir gedacht. Vierer Finte, ich habe eine 3, also eine 7er Finte ist das viel. Ah, der Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, das könnte ein Instant-Tod sein, wenn du jetzt nicht aufpasst. Das sind 42 Schadenspunkte. Das ist Instant-Tod. In den Bauch. Wow. Er kriegt aber halben Schaden. Das sind 9. Kann ich die Szene wenigstens mitnehmen? Ja, natürlich. Er ist bei einem Lebenspunkt. Beschreib die Szene. Ja, Rafim und der Barbar prügeln wie besessen aufeinander ein. Der Barbar immer wieder mit seiner Streitaxt trifft Rafim endgültig tief in der Brust. Rafim zuckt zusammen und rammt mit einem letzten Aufbäumen dem Barbar nochmal das Schwert in den bereits verstummelten Arm und rammt es ihm in die Brust. Und dann fällt er um. Zwei Halbgötter, die tot am Boden liegen, ausbluten. Und die Trollzacker, die Kurga, wie sie sich selbst nennen, die verwirrt zu ihrem König blicken, verwirrt zu Rafim, sie brauchen einen Anführer, haben keinen bekommen. Führungslos bleiben sie zurück. Ich stürze mal zu Rafim hin. Isarun flucht und rennt auch hin und packt ihre Heilsachen schnell aus. Ich würde einen Balsam wirken. Hat Rafim seine Schöpfer drin? Klar. Das ist die Frage. Verbrannter Schicksalspunkt. Ihr könnt erkennen, wie die Gedärme von Rafim aus dem Bauchinnenraum verteilt sind. Über den gesamten Platz, wo ihr euch jetzt hier mittlerweile in einem U oder mit einem großen Kreis versammelt habt.
kann Abel mir heranrennen, die Gedärme dann wieder langsam versuchen, in den Bauch zurückzustopfen, auch wenn sie so ein bisschen sandig sind. Das ganze Blut, was über den einzelnen Leuten klebt. Der Schamane, der Schochsul, wird ebenso zu seinem Trakt von Kekrach laufen und versuchen, ihn wieder zurück ins Leben zu rufen. Mit der Knochenkeule, die er wieder greift, ohne dass sich um Iserun oder so etwas kümmert. Und Abel mir kann den Singsang der Elfen anstimmen. Ich würde, wie gesagt, probieren, die Gedärme wieder so gut wie es möglich, mir möglich ist, in seinen Körper an die richtige Stelle zu packen. Den Bauchraum zusammendrücken, damit die Haut richtig verwächst und dann einen Balsam anstimmen und rufe dabei Ital Turak. Bekomme ich jetzt irgendwas? Hat er einen Schiffverbrand? Der ist auf einen LEP? Oder er wird diese Szene mit einem LEP überleben. Dann du musst ihn nicht würfeln, du musst keine ASP benutzen. Ich würde derweil zu unserem Gepäck rennen und einen Heiltrank für ihn holen. Willst du nicht die Proletariak holen? Ja, und so die Szene immer noch mit den Treuzackern seid ihr umringt. Zwei Magier, die dort um ihre Krieger herumstehen. Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat den letzten Streich geführt? Sie sind beide gleichzeitig gestorben. Ihr könnt auch das Rauschen von Golgari hören, von Boron. Das Rauschen des Windes, der Schnee, der sich langsam umher wirbelt, als ob vielleicht Effert selbst zusieht, als ob Firon zusieht, wie all die Götter gerade ihren Atem angehalten haben, die Sonne, deren Licht langsamer scheint, Boltax, der in Zeitlupe zu den Pferden rennt. Was tun die anderen? Ich stehe neben Yalan und frage ihn, kann er das überleben? Ob er eine will, wird er das. Ich habe mir schon Schlimmeres überleben sehen, aber dieser selbst für seine Verhältnisse eine schwere Verwundung. Was denkt ihr passiert jetzt? Gewinnt der wieder aufsteht? Was ist denn beide aufstehen? Kämpfen sie dann weiter? Zu dran würde ich sehen. Ist ans Ende aller Tage. Und da hilft uns, wie soll das nur enden? Achtung, lass mich durch! Heiltrank, ja. Heiltrank! Oh. Ja, hier direkt. Ich halte seinen Kopf. Ja, so, und? Oh. Trink! Trink! Blut sprudelt aus Trafims Mund. Ihr wisst nicht genau, ob es Heiltrank oder Blut ist, aber der Geschmack von Eisen liegt über allen von euch. So bringt das nichts. Boltax, warte nochmal. Wir müssen ihn erstmal ausspucken lassen. Ja. Ich drehe Rafim erstmal so ein bisschen auf die Seite, zumindest seinen Oberkörper und lass ihn. Ja, sonst erstickt er nachher noch. Ja, weil könnt ihr erkennen, wie der Schochsul, der Schamane, mit seiner Knochenkeule an ein Blutbecken herangetreten ist, was ihm wohl einer der Kurger gebracht hat. Und mittlerweile versammeln sich alle die Treuzacker um ihn herum, um die Blutschale, dieser Ritualdolch, der Kries, der in dem Bauch von Trak von Kekrach steckte, dient wohl jetzt gerade mittlerweile dazu, dass die Hände der Kurger aufgeschnitten werden und jeder dann sein eigenes Blutopfer bringt. Der Schamane, der mit seiner Knochenkeule oder mit seinem Ritualgegenstand drin herumfühlt und dann den Barbaren besprenkelt, als ob das irgendeine Wirkung hätte. Komm schon, steh auf. Ich werfe einen Blick zu den desorientierten Barbaren hinüber und denke mir, man sollte das vielleicht nicht so lassen. Deswegen gehe ich ein Stück zu denen rüber, während die ganzen Magier mit dem Heilen der beiden Kontrahenten beschäftigt sind und sage mit lauter Stimme zu ihnen, dieses war ein guter Kampf. Die Erde hat das Blut zweier großer Helden gekostet. Nun werden wir sehen, ob einer von ihnen noch einmal aufsteht. Möchte jemand von euch einen Schicksalspunkt ausgeben, damit Rafim als erstes wach wird? Rafim, mein Freund. Nimm meinen Schicksalspunkt. Das ist lieb. Das Ritual scheint wohl Wirkung zu zeigen, doch Trak bleibt weiterhin bewusstlos am Boden liegen. Ist leichenblass. Aber ihr könnt wohl sehen, gerade Zulamin, wenn du dann vor sie getreten bist, wie er wohl wieder Lebenskraft dazubekommt, die durch ihn fließt. Aber Rafim schluckt einmal, prustet und kommt zuerst zu Bewusstsein.
Zur Sicherheit klatsche ich ihm noch ein paar Mal ins Gesicht. Rafim, aufwachen! Oh! Er hat mich erwischt, oder? Ja, aber hollow. Richtig ordentlich. Guter Junge, bist wieder wach. Er hat dir voll in die Bauchtasche gestochen. Uiuiui, das sah echt übel aus. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt noch eine zweite. Du kannst über dir das bärtige Gesicht von dem Troll aufragen sehen, der dir seine große, riesige, steinerne Hand entgegenstreckt. Nimm mein Honigbonbon, Rafim. Danke. Ich schaue mir mal meine eigenen Eingeweide an, die zum Teil noch auf dem Boden liegen. Ich heb's mir für später auf. Deiner Brutalität, du bist unglaublich schwach. Kannst du merken, wie wohl dein Arm in die Höhe genommen wird und deine Gedärme wieder so ein bisschen rausschwappen, auch wenn Abelmisi so ein bisschen magisch an dir befestigt hat und sie wohl weiter noch zuwachsen, aber du wirst von Graulheim in die Höhe gerissen, schwebst irgendwie 2 Meter über dem Boden, während deine Gedärme weiter runterhängen und während er dann so deinen Arm nach oben gerissen hat, schreit er nur noch König! Ruft er ihnen zu. Seht! Rasha hat den Sieger gekürt. König. Trollzacker stimmt mit ein. Haben wohl weiter noch Blut gespendet. Auch der Schochsul wird jetzt anerkennend nicken und dir zu lächeln. Und auch nur noch sowas murmeln wie König. Dann wirst du wieder runtergelassen, sinkst auf den Boden, deine Beine geben nach und du merkst wieder, wie Abelmir sich über dir abkniet und weitere elfische Gesänge anstimmt. Sobald ich mich wieder im Mindestmaß bewegen kann, würde ich auf Tarak von Gerach, den ehemaligen König, zukriechen, vermutlich eher, und einmal mit meinem eigenen Blut das Symbol von Kor auf seine Brust malen. Er mag uns nicht verehren, aber er war ein würdiger Krieger. Ah, du merkst wohl, wie er immer noch am Leben ist. Flach atmet. Wenn du dich wieder erhebst, bist du willkommen. Und Rafim würde noch einmal Blut direkt neben dem Mann ausspreien. Abelmir! Ihr sollt euch nicht bewegen. Das war doch... Oh. Legt euch wieder hin. Flach auf den Boden. Dann kann ich weitermachen in Ruhe. Ja, macht weiter. Abelmir, da ist ja total durchlöchert. Hier, schmiert mal diese Wirbelkrautsalbe drauf. Wirbelkraut, seid ihr sicher? Ja, natürlich. Nein, das verursacht nur Ausschlag. Holt die Verbände aus meinem Rucksack. Ja, aber die große Tasche. Gut. Aber kein Wirbelkraut. Das ist übles Zeug. So liegen diese beiden Krieger wie Brüder nebeneinander im Dreck, im Schnee und im Blut. Auch wenn sie sich erst seit wenigen Minuten kennen, doch beide werden zusammen an Kors Tafel speisen, wenn es soweit ist. Wir haben wieder das Bewusstsein verloren. Ihr könnt euch noch die nächsten 10 Minuten, 20 Minuten um ihn kümmern, um Rafim, während die anderen das gleiche um Track tun, während dann der Schochsul so ein bisschen dann die Führung übernimmt, während die anderen Trollzacker dann nach und nach mit Staunen wieder zurück in die Taverne gegangen sind, wird euch der Schochsul auf einen Met im Inneren einladen. Seid seine Begleiter und ihr seid willkommen. Wie heißt er, der neue König? Er heißt Rafim. König Rafim. Seid eingeladen auf Met. Kommt ins Innere. Dort ist es warm. Ihr blickt nochmal zu den Fenstern der Taverne, die zersplittert und zertrümmert sind, aber es gibt wohl im Inneren ein Feuer. Nichts, was irgendwie von einem Kamin entstand, aber sie haben wohl irgendwelche Tische und Bänke angezündet im Inneren, die da so ein bisschen Rauch nach draußen treiben. Graulheim, wir haben gute Neuigkeiten. Wir waren in Warung gewesen und wir haben jetzt einen Teil des Namens in die Kugel eingespeist. Oh, ihr seid kleine, gute Krieger, Wimmelkrieger. Ja, aber es war schon sehr, also in dieser Pyramide, gruselig. Nein. Das war wahrlich kein Ort, an den man gerne denkt. Aber wie ist es dir ergangen? Wie bist du überhaupt nach Talf gekommen? Talf ist in der Nähe des Druidenwalds. Ach so? Naja, gut, das kann sein. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich war noch nie hier. Wie geht es denn unserem Freund, dem Druiden? Vagan geht es gut.
Er hat sich wieder zurück in seinen Wald verzogen. In Wagansheim. Ah, das ist gut, das ist gut. Und ich hoffe, dass der Wald weiterhin beschützt wird von ihm. Wie er es tut, wie ein kleiner Wimmelkrieger mit Sternenkraft. Ah. Nun. Ich bin durch den Serdenwald gegangen und kam dann in Taif an. Das ist gut, das ist gut. Und wir müssen dir noch einmal danken für die Pfade, die du uns hast nutzen lassen. Wir sind tatsächlich bis zum Schlund gekommen und, oh, Überraschung, dort hat Xenos uns auf uns gewartet. Ach, das war so schön, ihn wiederzusehen. Xenos. Ja. Mond macht gut. Ja, genau. Trollpfade mächtig. In der Tat, das auf jeden Fall. Es sind mächtige, mächtige Pfade. Ah, und was ich auch noch gemacht habe, ich hatte die Möglichkeit, mit einigen Wasserwesen zu sprechen. Ah, das war interessant. An den Fällen, den Dapat-Fällen. Hm. Nun, ich hoffe, dereinst, dass ich mit dem grauen Mann sprechen kann. Ah, ein mächtiges Wesen. Der graue Mann ist launisch. Wir mögen ihn nicht. Ja, das mag wohl sein. Ich denke, das haben alle Kreaturen des Wassers so an sich. Sind das Wasser mal so, ständig in Bewegung. Er trennt uns Trolle wie auch Wimmelkrieger. Hm. Ja, ich hoffe, dass er mich nicht ertränken wird, aber den Drachen, das ist der Plan. Kann uns sicherlich gut von Nutzen sein, wenn wir ins Felde ziehen. Drax böse. Starke Mondmacht. Mhm. Da hast du recht. Nun, magst du auch einen Met? Honig. Ja. Er nickt und du siehst wohl auch jetzt, wo er sich wieder niedergelassen hat, wie da wohl schon zwei zerdrückte Metfässer neben ihm standen. So könnt ihr jetzt in der Taverne gehen. Voltax kann dem Troll Graulheim noch ein Metfässchen nach draußen bringen lassen. Ja, die Trollzacker selbst verehren Graulheim natürlich und der lässt es sich gut gehen mit ja, vor allem Honigprodukten, die Talf dann zu bieten hat, auch wenn die Imkerei mittlerweile nicht mehr im Betrieb ist, aber die Kurga sind wohl ein sehr wildes Völkchen, wie natürlich jetzt klar sein sollte. Wie kommt es, dass ihr mit einem Troll befreundet seid, Boltax? Ach, naja, wir haben ihn einmal getroffen und naja, ihr müsst verstehen, wir Geoden sind ja Nasumus und der Erde sehr verbunden. Und das sind die Trolle gewissermaßen auch. Auch wenn sie den Anspruch haben, ihre Kraft aus den Sternen zu schöpfen und nun ja, wir unsere Kraft aus den uns umgebenden Elementen schöpfen, so geht es doch eigentlich letztendlich um das Gleiche. Und Graulheim hier, unser guter Freund, er hat uns sehr dabei geholfen, auf einige wichtige komplexe Zusammenhänge zu kommen. Zum Beispiel, wie wir den Drachen, den Drax, der ja bekämpfen wollen, angehen können und wie wir mit der Kugel und der Axt zu verfahren haben. Immerhin, die Axt ist ja auch ein Trollprodukt, nicht wahr? Und wer kennt sich damit besser aus als ein Troll? Ah, ich verstehe. Beim ersten Anblick dachte ich, das wäre womöglich dieser Drax. Nein, nein. Das ist Graulheim. Graulheim ist ein sehr netter Troll. Ich mag ihn sehr gerne. Das Schöne ist, er hat so etwas Felsiges, so etwas, als hätte er das Erz wirklich durchdrungen, also elementar gesprochen. Wo wir gerade dabei sind, Sulamin, was ist eigentlich euer Lieblingselement? Ich bin nicht sicher. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und jeder hat etwas. Also mein Element ist offensichtlich das Erz, denn das ist ja relativ offensichtlich. Aber ihr müsst einmal in euch gehen und es euch vor Augen führen, welche Charaktereigenschaften sind denn diejenigen, die euch ausmachen? Nun,
Ich denke, die Leidenschaft? Leidenschaft, das wäre das Feuer. Ja, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Abelmir hat einmal eine Djinn beschworen, Samyra vom Flammenden Berg. Die war sehr leidenschaftlich. Könnte mir das bei euch auch vorstellen. Doch, doch. Interessant. Meint ihr, ich werde sie auch einmal kennenlernen? Das ist möglich, aber ihr solltet aufpassen. Abelmir ist nicht besonders gut im Beschwören. Er hat einmal ein Waisenhaus abgebrannt. Also es war eigentlich kein Waisenhaus, es war eine... Naja, lange Geschichte. Auf jeden Fall ist Abelmir vielleicht nicht die Person, die diesen Djinn noch einmal bitten sollte um einen Gefallen. Aber vielleicht werde ich sie eines Tages einmal beschwören. Herbeirufen. Währenddessen sich Boltax und Zulamin hier schon bei einem Met in der Taverne gütig getan haben, die Treuzacker so ein bisschen ignorieren, können die anderen erkennen, während sie sich so ein bisschen verunsichert umsehen, dass der Schochsuli wohl sie gemustert hat, also euch, und dabei dann seine Augen einmal aufgeleuchtet haben. Danach kommt er mit einem weiteren Treuzacker auf euch zu. Es handelt sich dabei wohl um Gornech, den ihr schon auf der Reichsstraße getroffen hattet, und sie werden sich dann vor euch niedersetzen. Was tut er mit euch? Ihr seid auch Schochsuli? Nun, wenn das eure Bezeichnung für Zauberkundige ist, dann ja. Mondmacht. Ja, Mondmacht. Mhm. Dabei nickt er. Er hat wohl ziemlich langes, geflochtenes Haar, sehr verfilzt, und einige Perlen, die da wohl drin stecken. Vor allem auch so ein paar Knochen. Knochen, die darin stecken, von verschiedenen Tieren. Menschen sind wohl nicht dabei, aber verschiedene große Tiere, die da wohl eben eingewoben worden sind und ihn sehr, sehr wild erscheinen lassen. Dies ist unser Ritualgegenstand. Er schiebt euch einmal den blutigen Dolch hinüber, der eben in der Brust von Trak steckte. Zebukra, gebt sie eurem König. Sie gehört ihm. Vielen Dank. Muss etwas damit gemacht werden? Ein bestimmtes Ritual? Oder einfach nur das, was wir vorhin gesehen haben? Nein, er ist jetzt König von Kurga. Es ist sein Gegenstand. Gut, ich werde ihm ihn überbringen. Was war der Plan von Trak? Wolltet ihr euch hier niederlassen oder sollte es irgendwohin weitergehen? Ändern, rauben, morden, verstümmeln. Die Wildermark ist gut für uns. Egal wen wir töten, sie haben es verdient. Wir sind von den Treuzacken runtergekommen. Von den schwarzen Spitzen. Und hier können wir morden. Nun, das wird euer König entscheiden, was ihr in Zukunft zu tun habt. Sie scheint dabei, das ist für sie in Ordnung. Viele alte Mordbrenner von Galotta getötet. Hier im Wald, da im Wald, Schönwald, Palfwald. Wie steht ihr zum schwarzen Drachen? Schwarzdrach böse.